Hallo alle zusammen, hier ist Astrid von Kenhub und ich begrüße euch zu einem neuen Tutorial. Heute soll es um die Augenhöhle, die Orbita, gehen. Genauer gesagt um die Blutgefäße, die in der Orbita verlaufen. Hier seht ihr den Abschnitt, über den wir heute sprechen wollen. Dieses Bild zeigt die Orbita von Kranial, wie ihr an dem angedeuteten Foramen Magnum, hier, und an der Sella Turcica erkennen könnt. Es wird im Wesentlichen um die Arterien und Venen in diesem Bereich gehen. Die Nerven am und um das Auge herum werden in einem anderen Tutorial auf Kenhub besprochen. Die kräftige Arterie dorsal des Canalis opticus, hier, ist die Arteria carotis interna. Auf ihrem Weg zum Gehirn, dessen Blutversorgung zu einem großen Teil durch sie gewährleistet wird, gibt sie verschiedene Äste ab. Davon versorgen einige die Strukturen innerhalb und außerhalb der Orbita. Genau die wollen wir uns in diesem Tutorial anschauen. Aus der letzten, nach vorn gewölbten Krümmung der Arteria carotis interna geht die Arteria ophthalmica hervor. Sie tritt unterhalb des Nervus opticus durch den Canalis opticus. Dann verläuft sie entlang des Musculus obliquus superior an der medialen Orbitawand nach vorne. Die ihr entstammenden Gefäße versorgen alle Strukturen der Orbita sowie einige Strukturen der Nase und des Gesichts. Darüber hinaus entsendet sie Äste zu den Hirnhäuten, den Meningen. Lasst uns die einzelnen Arterien der Arteria ophthalmica einmal genauer anschauen. In diesem Bild der Orbita von Lateral sind die meisten von ihnen gut zu erkennen. Hier wird deutlich, dass sich die Arteria ophthalmica in ihrem Verlauf einmal um den Nervus opticus dreht, bevor sie sich in folgende Gefäßäste aufspaltet. Die Arteriae centralis retinae, ciliaris, lacrimalis und supraorbitalis, sowie die Arterie ethmoidalis anterior und posterior. Dieses Video ist noch nicht zu Ende. Schau dir jetzt das vollständige Video auf kenhub.com an. Für unsere Kenhub Premium-Mitglieder stehen noch viele weitere Videotutorials, spannende Quizze, ausführliche Artikel und professionell erstellte Atlas-Illustrationen bereit. Also, klick auf den Button in der Mitte, um das Video in voller Länge zu sehen und meistere die menschliche Anatomie.